Ahnung, was hier vor sich geht. Aber ich werde es rausfinden. Nun müssen wir zuerst von hier weg. Hallo und herzlich willkommen bei Mass Effect Andromeda. Wir sind auf H047C gefangen in irgendeiner Mine. Sind hier von oben runtergeplumpst, runtergefallen. Das Ganze gehört zu Vetras persönlichen Quests und die sprechen wir mal an. Und Menschen wurden hier. Ja, es sind glaube ich nur Menschen hier, ne? Doch, hier hinten steht noch eine Asari. Sadariana, okay. Auf jeden Fall, Exilanten wurden hier Ich weiß nicht mal, wie lange wir schon hier sind. Nicht Exilanten, aber ich sag mal, Leute aus der Milchstraße wurden hier festgehalten, um für eine Person zu arbeiten, die irgendeine offene Rechnung mit Vetra hat. Und Vetra sagt, ich weiß nicht. Wir müssen reden. Ja, ich weiß. Diese Menschen glauben, ich hätte ihnen geholfen. Und aus irgendeinem Grund fühlt Meriwether sich dadurch hintergangen. Ja, Mary... Entschuldigung, ich musste einmal husten. Ei. Ja, genau. Meriwether, so hieß die Frau, die von mit uns gesprochen hat. Erste Frage, kennst du die überhaupt? Wie gut kennen Sie Meriwether? Ich habe von ihr gehört. Eine Schmugglerin. Ohne Verbindung zu den Verbanden oder dem Kollektiv. Ich habe nie Geschäfte mit ihr persönlich gemacht. Sie soll ziemlich unberechenbar sein. Okay. Ja, aber warum... Was hat Meriwether Ihrer Ansicht nach vor? Sie wollte mich erledigen und hat die Leute als Köder benutzt, von denen sie glaubt, dass ich ihnen geholfen hätte. Ich würde sagen, sie will mich töten. Nach einem gründlichen Verhör, versteht sich. Mit ihnen hat sie offenbar nicht gerechnet. Vielleicht will sie im Austausch für sie etwas aus der Nexus. Tja. Ich glaube eher Vetra, dass das was mit dir zu tun hat. Und Vetra hat irgendwie nicht so wirklich Ahnung. Und Sie wissen bestimmt nichts über die Vorfälle hier. Ryder, ich schwöre es beim Leben meiner Schwester. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um in Meriwethers Fadenkreuz zu geraten. Wir reden später weiter. Jetzt müssen wir erst einmal hier raus. Das wollte ich hören. Na, da schauen wir mal. Wir haben hier noch ein paar. Können noch hier runter. Datenpad, das lesen wir erstmal. Prodromos. Ah, Galloways Tagebuch. Prodromos ist nicht wirklich das, was die Initiative in den Prospekten versprochen hat. Aber es kommt schon hin. Mit genügend Hoffnung und einem trüben Blick kann man schon erkennen. Ja. Entschuldigung. Ach je. Da will man in Ruhe aufnehmen und eigentlich müsste ich jetzt schneiden und alles, aber... Dann macht der Kater hier wieder einen Strich durch die Rechnung und hängt seine Haare jetzt in meinen Grießbrei. So, weiter im Text. Mit genügend Hoffnung und einem trüben Blick kann man es schon erkennen. Die Hilfsarbeiten sind ermüdend, aber immer noch besser, als für Sloan Waffen und Drogen zu verschieben. Ich hätte mich nie dem Aufstand anschließen sollen. Zweite Chancen sind unbezahlbar. Hey, Galloway. Sprechen wir mal mit dir. Vetra wirkt ziemlich aufgeregt. Langsam zweifle ich daran, ob alles so war, wie ich dachte. Ich hoffe, das alles klärt sich möglichst schnell. Sie sagten, Vetra hätte ihnen geholfen. Wie genau? Einige von uns wollten Kedera verlassen. Sie muss davon über Kontakte erfahren haben. Sie hat uns kontaktiert. Hat Aufträge für die Außenposten erfunden. So sind wir weggekommen. Wir haben sie nie persönlich getroffen. Nur über Funk. Vielleicht war sie es nie. Ach ja? Jedenfalls dachten wir, Meriwether würde uns gehen lassen. War ein Irrtum. Also Vetra sagt immer, reagiert immer noch so, ich weiß überhaupt nichts. Erzählen Sie mir etwas über diese Basis. Nee, waren Sie Exilant? Es wurde erwähnt, dass Sie ein Nexus-Exilant sind? Das stimmt. Ich bin nicht stolz darauf. Als wir hierher kamen, war die Lage schlecht.
Richtig schlecht. Es war einfach, die Initiative zum Sündenbock zu machen. Als es dann zur Revolte kam, habe ich mich angeschlossen. Aber auf Kedera ist es nicht besser. Oder ganz alleine. Da draußen. Dank Vetra habe ich eine zweite Chance erhalten, das Richtige zu tun. Ich wünschte, ich wüsste, wovon er gesprochen hat. Uiuiuiui. Vetra hat noch eben... keine Ahnung. Erzählen Sie mir mehr über Meriwether. Sie war früher so eine Art Landvermesserin für das Militär. Heute ist sie eine Bandenchefin und Schmugglerin. Am Anfang war die Arbeit für sie ganz in Ordnung, bis sie anfing, Dinge zu tun, mit denen wir nicht einverstanden waren. Aber du kannst bei Meriwether nicht einfach kündigen. Wir brauchten jemanden, der uns ein Versteck besorgt. Und jetzt ist Meriwether überzeugt, wir würden gegen sie vorgehen oder so. Also ich finde die Sache immer noch sehr undurchsichtig. Also richtig verstehen tue ich das nicht. Vetra hat keine Ahnung. Meriwether hält sie hier fest und dann soll es eine zweite Chance gegeben sein, dass sie hier irgendwie rauskommt? Zu einem Außenposten? Aber aus Kedera, so war das genau. Und Meriwether hat euch hier gefangen gehalten oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie... Wie kam Meriwether an eine Basis auf diesem Planeten? Durch Freunde auf Kedera. Mhm. Angara, die ihr von diesem Ort erzählt haben. Das hier war mal eine Mine oder so. Wurde beschädigt und dann stillgelegt. Perfekt für Meriwether. Sie wollte selbstständig losschlagen, unabhängig von Sloan. Wir haben viel Arbeit hier reingesteckt. Wir haben ein Nischengeschäft etabliert und Dinge getan, von denen selbst Sloan die Finger lässt. Tja, Sloan ist aber nicht mehr. Wissen Sie, was Meriwether mit uns vorhat? Wir waren nur der Köder für Vetra. Vetra ist hier, also hat Meriwether für uns keine Verwendung mehr. Und Vetra? Rache wahrscheinlich. Meriwether mag Leute nicht, die ihre Geschäfte stören. Eines ist sicher. Keinem von uns steht etwas Gutes bevor. Wir reden später weiter. Können wir hier noch ein bisschen scannen irgendwie? Wir gucken uns erstmal noch mal ein bisschen hier um. Kann man mit euch nicht sprechen? Nee, anscheinend nicht. Hier ist auch nichts zu scannen. Schade. Jetzt schon mit dir haben wir schon... Sagst du jetzt noch mal was, nachdem ich mit Galloway gesprochen habe? Schon wieder reden? Sollten wir nicht versuchen, hier wegzukommen? Hallo? Nicht so empfindlich? Wir reden später weiter. Jetzt müssen wir erst einmal hier raus. Nicht, das wollte ich hören. Nicht in diesem Ton, junge Dame. Hä? Nicht in diesem Ton. Okay. Eine Tür. Nein, ich soll sie scannen. Die Türsteuerung ist von hier aus nicht zugänglich, Pathfinder. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ich kann die Türen von meiner Seite aus öffnen, aber sie sind abgeschaltet. Wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Von Ihrer Seite aus? Wer sind Sie? Das gefällt mir gar nicht, Ryder. Sorgen Sie einfach dafür, dass diese Türen wieder Strom kriegen. Eine zweite Vetra oder was? ein Weg aus Meriwether, das gefällt mir, die Tür aktivieren. Er scheint funktionsfähig zu sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Knöpfchen drücken! Jetzt müssen wir die Energie nur noch zu dieser Tür leiten. Okay. Ah, und alle laufen so jetzt hinter mir her. Schön. Alle? Ja, Tatsache, alle. Ach, lustige Reisegruppe. Ach, guck mal, hier. Dieses Kabel wird die Tür nicht mit Energie versorgen können. Damit könnten wir die Tür vielleicht mit dem Generator verbinden. Noch was? Okay, hier waren noch mehr Stromkabel, aber dieses eine... Also, die andere Stimme hörte sich ja auch an wie Vetra. Doppelgängerin oder so? So, Moment, wir müssen wahrscheinlich hier nochmal irgendwie... Genau, Stromkabel und auf einmal liegt hier wahrscheinlich... Und? Bitte sehr! Okay, die hört sich viel enthusiastischer an als Vetra. Hm.
Okay, oh, oh, oh. Hier geht's tief rein. Hier geht's tief rein. Mine. Mist! Durch das Hacken der Tür wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Wenn die Wachen Galloway und die anderen sehen, sind sie tot. Wir müssen sie verstecken. Der Lagerraum! Los, alle rein da! Warum? Ich kann mich schon wehren. Ich sende die Bilder der Überwachungskameras an diese Konsole. Dann sehen sie, wenn die Wachen kommen. Wenn sie warten, bis sie vorbeikommen, können sie vielleicht überraschen. Wir haben dann unsere Waffen. Warum kämpfen wir diesmal nicht? Ah, Wachen. Hallo? Oh, 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 oh Gott, diese Steuerung hier. Ja, da steht noch einer. Da müssen wir noch eben warten. Okay, wenn der jetzt noch weggehen würde hier, der sieht nämlich in die Flucht. Muss. Ah, jetzt gehen die wieder raus. Hat er sich da positioniert? Es sind aber drei Wachen. Excuse me. Wieso komme ich hier nicht raus? Was soll ich denn jetzt machen? Mit den Wachen fertig werden. Boah. Ein Angreifer, der in Mittel- und Langstreckenwaffen ausgerüstet ist. Spiel, jetzt komm hier nicht mit Taktik. Ja, und jetzt? Ach, da steht noch jemand. Aha. Sind Sie weg? Ist es sicher? Nee. Sie haben sie nicht gesehen. Bleiben Sie hier. Wir kümmern uns darum. Ja, ja, macht mal. Wir machen Peng-Mum. Komm, Pock. Oh, nicht. Aber... Ryder, Achtung! Ich glaube, die wollen jetzt besonders schlau vorgehen. Besonders schlau. Komm, einmal Köpfe. Oh, wir müssen nachladen. Das war's. Wir sollten uns vergewissern, dass es den Kolonisten gut geht. Heieiei. Die werden schon. Sind alle in Ordnung? Auf sich aufpassen können. Du hast dich für mich ausgegeben, stimmt's? Wie hast du... Was, wer? Denkst du, ich kenne meine eigenen Tricks nicht? Und hör auf, meine Stimme zu benutzen! Tut mir leid. Aber es war einfach alles viel leichter, als die Leute dachten, ich wäre du. Weil du Kontakte hast und so. Sid! Sie haben uns also wirklich nicht geholfen. Wie sie gesagt haben. Es war... Ja, Sid. Meine kleine Schwester. Das war gefährlich. Ja, war es natürlich, aber irgendwie war es cool. Eines muss man ihrer Schwester lassen, Vedra. Sie hat wirklich was geleistet. Ryder, unterstützen Sie sie nicht auch noch? Sid, ich weiß, dass du irgendwo hier in der Anlage bist. Steig in dein Shuttle und flieg zurück zur Nexus. Aber ich kann dabei helfen, alle hier rauszubringen. Du hast eine Tür gehackt, ohne sie auf Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. So eine Hilfe brauchen wir nicht. Dann übernimm du das Kommando. Ich hab die ganze Basis im Blick. Ryder? Sehen Sie mich nicht an. Wir können Hilfe gebrauchen. Natürlich. Wenn sie uns sagen kann, womit wir es zu tun haben, wäre das eine große Hilfe. Siehst du? Na gut, aber sie muss sich an meine Anweisungen halten. Kriegst du das hin, Sid? Ja, Vetra. Wir bleiben hier und kommen nach, wenn es sicher ist. Wir wollen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Je früher wir aufbrechen, desto besser. Sid wird uns warnen, wenn irgendwas auf uns zukommt. Folgt dem Gang in die Kantine. Das ist der schnellste Weg. Okay, aber bevor wir weitergehen, bist du in Sicherheit? Ja. Ich habe ihr System von außen angezapft. Das Shuttle ist gut versteckt.
Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Okay. Ich hatte vorhin mal ganz kurz gedacht, boah, das könnte eigentlich Sid sein. Aber ich dachte, nee, für mich war Sid einfach auf der Nexus weiter und wusste nicht, dass sie von außen das hier anzapfen kann. Wussten Sie, dass sich Ihre Schwester für Sie ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder denken Sie wirklich, ich hätte das zugelassen? Wahrscheinlich nicht. Vorlage Privatbrief, informell. Entwurf 19 gespeichert. Lieber Jeff, wie geht es dir? Wie geht es Grace? Hat die Nexus die Regeln darüber gelockert, wen sie aus dem Kälteschlaf holen? Ich weiß, du fühlst dich verloren, wenn sie nicht bei dir ist. Erinnerst du dich an Mutter 60? Du hast ununterbrochen schrecklich zu rührselig. Wenn seine Frau noch nicht draußen ist, macht ihn das nur traurig. Hey Bruder, wie läuft's? Kedera hat sich als Scheißplanet entpuppt. Und? Wow, nein. Ich habe Kedera verlassen. Meriwether, erinnerst du dich? Sie gehörte zur Nexus Sicherheit oder so. Sucht es jetzt allein und ich gehöre zu ihrer Crew. Erst verlasse ich die Nexus und nun Kedera. Ich weiß nicht, wann ich endlich einen Ort finden werde, der sich richtig anfühlt. Der hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Es erklärt auf jeden Fall, warum sich einige meiner Kontakte so merkwürdig verhalten haben. Verdammt. Wer weiß, was sie noch alles in meinem Namen gemacht hat. Sid, kannst du die Kolonisten sehen? Ja. Sie sind vorsichtig und versuchen, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich werde sie im Auge behalten. Versprochen. Sid, du musst dich ins System hacken, um für Ablenkung zu sorgen. Alles klar. Aber beschränk dich auf eine Aktion. Du gehst rein und sofort wieder raus. Wenn du zu viel daran rumfuschst, werden sie dich aufspüren. So, Moment. Da haben wir was. Ich kann einen Stromstoß an diesen Generator leiten. Die elektrische Entladung könnte einige von ihnen ausschalten. Aber hör mal, wie viele sind es das? Laut Radar sind es nur zwei. Und zwar der hier unten. Oh, diese Kameraführung. Ein Scharfschütze. Nee, es sind drei. Da steht noch einer. Oh, was ist das? Sid, was ist hinter dieser Tür? Sieht nach einer Art Werkstatt aus. Da drin könnte es vielleicht Equipment geben. Irgendwelches Sicherheitspersonal? Ja, jede Menge. Wenn ich die Tür öffne, werdet ihr euch mit ihnen auseinandersetzen müssen. Okay, also erstmal nicht die Tür öffnen. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4 sehe ich jetzt aktiv. Oben werden mir nur 2 angezeigt in der Leiste. Ja, aber das ist jetzt... Sorry, Spiel. Jetzt brauchst du mir mit Taktik auch nicht mehr zu kommen. Anarchist, okay. Jetzt brauchst du mir mit Taktik auch nicht mehr zu kommen. Ryder? Generator hochjagen. Nichts tun? Den Generator... Ich muss mir diesen Feed nochmal genauer ansehen. Ich bin jetzt... Aber die Tür... Ist doch kacke, oder nicht? Hinter die Tür eine als Werkstatt. Was hat Meriwether heute vor? Weiß das jemand? Baupläne des Minenkomplexes, die Sid im Netze. Als Werkstatt diente. Auf der Speisekarte stehen heute anscheinend Sägespäne und irgendeine Paste aus der Tube. Okay. Ryder? Okay, wahrscheinlich. Ich vermute mal, dass ich hier nicht beides machen kann. Wenn ich den Generator hochjage, werde ich die Werkstatt wahrscheinlich nicht öffnen können. Dafür werde ich es halt einfach haben. Ich vermute mal, in der Werkstatt wird irgendwas sein, was ich sammeln kann. Daher Werkstatt öffnen. Wir müssen in diese Werkstatt. Ich will sehen, was da drin ist. Ganz wie Sie meinen. Ja. Wisst ihr, ich kann nur eine Sache öffnen. Aber das schaffen wir auch so. Oh!
Großartig, machst du schön. Die Belüftung hier ist furchtbar. Alles stinkt nach Speiwanzen. Kümmern Sie sich nicht darum. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie nicht draufgehen. Okay. Ah, da ist noch ein Scharfschütze. Der ist im Platz. Ah, der Agent. Musstet ihr sie wirklich alle töten? Wäre es dir lieber, sie hätten sich deine Freunde vorgeknöpft? Nein, aber... Aber... Alles klar. Nehmt als nächstes diesen Gang. Er führt euch durch... Sieht wie ein Haufen Käfige aus? Haufen Käfige, das heißt, wir kriegen jetzt Adis. Also, ich bin ja nicht der... Wir haben ja festgestellt, ich spiele komisch. Ich bin jetzt nicht der größte Schütze unter den Spielern. Oder größte Kämpfer. Aber ich spiele hier jetzt auf Extrem und das war jetzt kein Problem, da durchzulaufen. Deswegen fand ich das jetzt mit sozusagen Taktiküberlegung von wegen, ich kann den Generator sprengen und mache es mir deswegen ein bisschen einfacher, weil ich nicht mehr so viele Gegner habe. Und zur Werkstatt, ich habe ein paar mehr und ihr seht, kein Problem. Also hinten ein bisschen Biotik und überhaupt kein Problem. Was zum Teufel geht da vor sich? Wer pfuscht an den Sicherheitssystemen rum? Tja. Und wieso sind die Feeds ausgefallen? Antwortet mir! Nö. Machen wir nicht. Galloway, bleiben Sie, wo Sie sind. Im nächsten Gang sind Wachen. Okay, Sie gehen weiter. Alles in Ordnung. Die Luft ist rein. Das wird ein Koloss oder Eiroch sein. Lachen. Vielleicht auch zwei. Okay, technischer Bericht. Kleinere statische Probleme wie erwartet. Das Bergbauunternehmen, das hier tätig war, hat das natürliche Höhlensystem erweitert. Die neueren Bereiche des Komplexes wurden aufgehoben und nie abgestürzt. Ausgehoben. Uiuiui. Es versteht sich von selbst, dass man keine Pläne für diese Abschnitte machen sollte, solange man nicht die Creds zu ihrer Sicherung aufbringen kann. Das akutere Problem sind die Lebenserhaltungssysteme. Deswegen wahrscheinlich die schlechte Luft. Die Einheiten sind 50 Jahre alt, vorsichtig geschätzt. 50? Das heißt... Moment. Achso, ja. Hä? Hat man schon alte Systeme verladen oder ist die Anlage 50 Jahre alt? Dann wäre es ja von den Angara. Wenn die Luftfilter den Geist aufgeben, sterben wir. Wenn die Druckregulierer den Geist aufgeben, sterben wir. Wenn die künstliche Gravitation ausfällt... Ende. Sie verstehen, was ich meine? Nach dem, was wir durchgemacht haben, halte ich natürlich zu Ihnen, aber Sie müssen mir ins Gesicht sagen, dass die Sache es wirklich wert ist. Wer auch immer das gesagt hat. So, jetzt gucken wir mal. So, wer bist denn du? Mann, hier stinkt's vielleicht. Das sind die Speiwanzen. Wenigstens sind sie in einem Käfig. Die Speiwanzen. Okay, was wir sehen ist einer hier. Scheint noch nicht mal Meriwether zu sein. Zwei. Stimmt es eigentlich, dass Angara diese Karkin-Dinger essen? Verdammt, denen graut doch vor gar nichts. Was wir hier noch sehen? Geschütze? Geschütze? Das könnte ein Problem sein. Mhm. Ich kann sie abschalten oder ihre Angriffsprotokolle ändern. Angriffsprotokolle ändern wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Wahrscheinlich kannst du gleich die Käfer hier loslassen. Wow, das sind echt viele Tiere. Vielleicht wollen sie sie ja abrichten. Falls sie noch wild sind, könnten sie uns einige dieser Wachen aus dem Weg schaffen. Andererseits könnten sie auch uns angreifen. Mhm, und da hinten ist ein Eiroch drin. Na, der will das Ding nicht anwählen, so richtig gesagt. Sie haben einen Koloss? Aha. Ich kann diesen Käfig nicht öffnen. Der Fernzugriff wurde deaktiviert.
Sie wollen vermutlich nicht, dass es zu einem Unfall kommt. Ist wahrscheinlich auch besser so. Okay, also es sind nur zwei Wachen. Wir können die Geschütze umprogrammieren. Halte ich in dem Fall wirklich für sinnvoll, weil, die Käfige öffnen, müssen wir uns alles damit auseinandersetzen. Und es sind nur, da ist noch eine Wache. Es sind jetzt drei Wachen, das ist nichts Besonderes. Aber die Geschütze sind halt ein bisschen nervig und die würde ich dann eher umprogrammieren. Kriegen wir auch noch hin, aber trotzdem. Oh. So, jetzt haben wir Möglichkeit. Geschützprotokoll ändern, Geschütze abschalten, die Tiere freilassen, nichts tun, umsehen. Ich würde das Geschützprotokoll ändern. Macht es natürlich einfacher, aber die Tiere freilassen brauche ich nicht. Programmier die Geschütze auf Meriwethers Leute um. So schaffen wir sie uns vom Hals. Wird gemacht. Es sind sogar vier Leute. Na, bringt nicht so viel, ne? Können wir mit rein? Also irgendwie ist das ein bisschen müßig, das anzusehen, ne? Können wir mit rein? Ja, wir können mit rein. Hallo. Das hier in dem engen Raum, das wird spaßig. Ja, da hätten wir doch die Speiwanzen vielleicht. Okay. Rock? Ja, genau. Da hinten tut's weh, ne? Hibi, geh weg! Komm, dreh dich nochmal um! Das Vieh ist wieder so fixiert auf mich. Haben wir eigentlich noch. Ah, ja, genau. Die Geschütze arbeiten jetzt mit uns. Es kann sein, dass die Tiere ihn natürlich mit angegriffen hätten, aber wahrscheinlich uns auch. Von daher. Oh, das war heftig. Och komm, Vetra. Das Ding war ja echt riesig. Ihr wart unglaublich. Ach, wir können das Ding öffnen? Ihr solltet jetzt durch die Werkstatt gehen. Das ist der direkte Weg nach draußen. Das war's. Warum soll ich das denn öffnen? Ich weiß ja nicht. Und da hinten müssen wir hin. Hier ist aber... Oh, ein Datenpad. Chalurion. Notiz des Aufsehers. Ich habe die Viecher einen Kroganer auf Eladen abgekauft. Sie sind absolut unkontrollierbar. Ich werde sie vielleicht an die Ali verfüttern. Okay. Machen wir mal Tür auf. Ja, die kennen wir aber schon. Ah, hier ist ein Behälter drin. Deswegen soll man da mal reinschauen. Ist da auch was drin? Gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Naja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zum Mitnehmen. Oh, noch ein Datenpad. Adi, Notiz des Aufsehers. Wir haben nicht genug Rationen, um die Adi zu füttern. Solange wir nicht mehr Nahrung auftreiben können, werden sie ausgesprochen reizbar sein. Hola!
Ach, meine Güte, weg mit dir. Ach, Behälter, ich hab's mir gedacht. Aber da ist jetzt auch nicht so viel wahnsinnig tolles Zeug dran, ne? So. Kurz hier reingucken. Hier haben wir nichts. Ach, da hätten wir die Tür aufmachen können. Jetzt gehen wir nochmal. Warte mal, können wir hier oben. Oh, Behälter. Wertgering, tyrannische Nieten. Okay, hier kann man nichts aufmachen. Ich denke, dann sind wir hier durch und dann können wir weiter. Wir haben eine Ratte im System und ich will, dass ihr sie findet. Es gibt doppelte Rationen für denjenigen, der sie mir bringt. Oh, Pock ist schon ein bisschen brutzel. Dem geht's nicht mehr so gut. Komm. Verschwinde mal eben, du kannst gleich wiederkommen. Galloway, alles okay bei Ihnen? Ja, Sie haben hier ordentlich aufgeräumt, Ryder. Wir hatten bisher keinerlei Probleme. Ich habe das Geräusch der Hydra schon gehört. Nachricht von Kedera. Ich komme direkt zum Punkt. Sloan hatte Nachsicht mit Ihnen, obwohl sie in ihrem Gebiet gewildert und ihre Geschäfte streitig gemacht hat. Es ist schön, wenn jemand für einen draußen in der Pampa Ressourcen sammelt. Außerdem muss sie sich um das Kollektiv kümmern und sie sind nur ein kleiner Fisch. Wollen Sie, dass das alles so bleibt? Dann könnten Sie für uns etwas erledigen. Jemand mischt sich in unsere Angelegenheiten ein und lässt Leute von Kedera verschwinden. Und diese Leute nehmen etwas mit. Informationen, die Sloan will und braucht. Fragen Sie bei Amos Galloway an. Sie kennen ihn ja. Wenn Sie ihn finden... Finden Sie vielleicht auch die anderen. MK. Geht es? So. Ja, natürlich. Also, was haben wir da? Da ist eine Turbine. Na? Wenn der Antrieb über einen geladenen Kern verfügt, könnte er möglicherweise explodieren. Und wenn er explodiert, dann nimmt er wahrscheinlich das hier unten mit. Keine Ahnung, was genau in diesen Tanks ist. Aber ich könnte es ausströmen lassen. Mhm. Das Zeug durchdringt jegliche Schilde. Wenn wir nicht vorsichtig sind, schadet es nicht nur denen, sondern auch uns. Naja, wenn wir das relativ schnell durch Biotik-Kombo explodieren bringen, dann haben wir Rambazamba da. So, außerdem, wenn wir wahrscheinlich die zur Explosion bringen, explodieren die da unten mit. So, dann haben wir hier noch die Hydra. Wenn der Pilot es schafft, in diesen Panzeranzug zu steigen, haben wir ein Problem. Sie ist zur Wartung an das Netzwerk angeschlossen. Ich kann ihre Systeme deaktivieren. Okay. Sieht aus, als hätten sie jede Menge Optionen. Mhm. Ja, ich kann jetzt im Prinzip eigentlich natürlich entscheiden, wie schwer wollen wir es haben? Weil Taktik, sorry, also natürlich Taktik, dann... kann ich mir überlegen, den Antrieb in die Luft zu jagen. Aber, also ich weiß ja nicht. Also da, ja, was wollen wir machen? Also die Hydra ist höchstens wirklich ein bisschen nervig, aber wenn das ganze Kleinvieh, sage ich mal, also die übrigen Sachen... tot ist, dann haben wir da kein Problem. Wir können die natürlich auch umgehen. Gas freisetzen. Ich fände ja mal lustig, Gas freizusetzen ist dann in die Dings. Das machen wir. Komm. Setz das Gas frei. Okay, aber seien Sie vorsichtig. Ja. Ich kann nicht kontrollieren, wohin es sich verteilt. Das werden wir machen und zwar so. Na komm. Hier, bleib jetzt hier, bitte. Oh Gott. Moment, ja, ich weiß, die Hydra kommt. Ja, da unten. Sagen Sie mir bitte, dass Sie mit Ihrer Schwester ein Gespräch über all das führen werden. Oh, Sie haben ja keine Ahnung. Ja, oh, okay, wir müssen mal eben hin. Ja.
mal eben eine Runde. Oh, nee, die kommt da lang. Ibi, gleich. Ich muss mal eben. Geht doch. Ist ja fast schon down. Das war echt schrecklich. Ich wusste ja, dass ihr sowas macht. Aber euch dabei zu helfen ist was anderes. Ach komm, Sid. Nicht so, nicht so. Genau deshalb wollte ich dich immer von dem fernhalten, was ich gemacht habe. Aufregung und Abenteuer sind nun mal oft auch mit Schmerz und Blut verbunden. Mhm. Verstehe. Naja, so, jetzt müssen wir mal eben hier glaube, aufpassen. Als nächstes müsst ihr durch die Tür. Ja, und hier unten können wir nicht hin. Okay, ich dachte, damit könnten wir zur Explosion bringen, das Ding. Na gut. Aber ist okay. Dann hätte ich auch sagen können, nee, wir brauchen nichts machen. Das war ja jetzt relativ einfach, ne? Da brauche ich keine taktische Hilfe. Oh. Sid, was erwartet uns jetzt? Sid? Sieht aus wie... Sid? Ich glaube... Jemand hat mein Shuttle gefunden. Ich höre... Ich glaube, ich muss... Oh nein! Sid! Sid, bitte komm! Sie haben sie gefunden! Sie werden sie töten! Warum musstest du die Heldin spielen, Sid? Das war dumm! Schrecklich dumm! Oh oh. Oh oh. Noch ist Zeit. Sid ist ein Druckmittel. Sie werden sie noch nicht töten. Wir müssen nur schnell sein. Sie haben recht. Ich glaube, ich kann Sids Signal verfolgen. Das müsste uns zu ihr bringen. Wir dürfen keine Zeit vergeuden, müssen aber vorsichtig vorgehen. Sie haben meine Schwester. Achtung, sie kommen direkt auf uns zu. Habe ich auch gemerkt. Ah, die Geschütze. Warte. Ah, das da schießt die ganze Zeit auf. Ah, scheiße. Wahnsinn, was um Himmels Willen zahlt Meriwether den? Ah, Gott. Bis jetzt, ach, das scheint der Endkampf zu sein. Jetzt hänge ich aber hier fest. Ja, die Geschütze sind etwas nervig. Bock, da drauf. Da vorne sind nämlich nur diese Konsole Geschütze. Steuert vermutlich die Sicherheitssysteme in diesem Raum. Wir sollten sie abschalten. Na? Okay, damit haben wir die Geschütze. Das hätte ich ja auch vorher mal wissen können, ne? Meistens kann man die Geschütze ja ausschalten. Kommt noch jemand? Schade. Also meine Leute getötet. Hab ich nicht. Ich habe niemanden getötet. Ich weiß nicht mal, wie man eine Waffe abfeuert. Wenn Sie Ihre Ratte wiederhaben wollen, Retronix, kommen Sie zu mir. Hilfe! Wir sind schon auf dem Weg. Ach, Sloan-Gedächtnisfrisur oder was? Außer die Haarfarbe. Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt tun, Pathfinder. Die Explosion wird auch Sie töten. Dazu lassen Sie es nicht kommen. Phaedra. Alles wird gut. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Sie ist keine Bedrohung. Kann man die damit... Ich weiß es nicht. Soll direkt sagen, was sie will. Okay. Reden wir. Was wollen Sie? Als erstes, weg mit den Waffen.
So mache ich es halt mit der Biotik, ne? Tötet sie! Tötet sie alle! Ich weiß nicht, ob das gut war, aber das ist so eine blöde Kuh. Sid, runter und bleib unten! Keine Sorge, Sid! Alles kommt wieder in Ordnung! Oh. Das war ein guter Schuss. Bam, Abi, komm. Gute Kombo, Liebe. Moment, irgendwer da. Du Sackratte da hinten. Da gehen noch mehr von Meriwethers Leuten in Stellung. Hab sie im Visier. Vielleicht hätten wir das doch noch auf diplomatischem Wege. ja, da fliegt Meriwether. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Da ist noch ein Agent. Diese Agenten sind nervig. Manchmal, also gerade im Multiplayer, dann treffe ich die manchmal volle Kanne und sie sind sofort tot. Und manchmal, sie haben nur Panzerung, aber ich glaube, gar nicht mal so viel. Okay. Oh. So. Ich bin mir nie so sicher, wo ich die treffen muss. Na, Pock ist schon wieder kaputt. Ihr macht das schon. Ich gehe jetzt mal ein bisschen plündern. Die haben halt Panzerung. Ich glaube, ich habe die Biotik so geskillt, dass sie eher gut gegen Schilde ist. Ach, der Anarchist. Okay. Der letzte Mohikaner. So. Musik, du kannst dich beruhigen. Wir sind fertig. Glaube ich. Ah, hier ist nichts. Nicht runterfallen. Nee, da ist noch jemand. Und es ist nicht Meriwether. Ach, du lebst ja immer noch. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir geht's gut, denke ich. Denkst du? Okay, bringen wir dich zu deinem Shuttle. So, also, bevor wir mit Sid reden, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, ob sie erschossen haben. Also für mich hat das, die ist ja auch relativ rigoros. Also, ich habe da jetzt, das Spiel hat mir keinen Anlass gegeben zu zweifeln. Ich hätte natürlich den Pazifist spielen können, aber dann bin ich in dem Spiel falsch. Wir könnten es natürlich durch Reden versuchen. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt gerade eigentlich auch egal, weil ich auch nicht weiß, naja, ob mir das Spiel halt jetzt einen Anlass gegeben hätte, da das anders nochmal mich zu entscheiden.
Und nicht, dass, also, ich hatte ein bisschen Sorge, dass da so eine Entscheidung rauskommt wie mit Sloan. Oh, lasse ich Sloan am Leben, dann kann ich einen Außenposten auf Cadera bauen, indem ich weiter Schutzgeld an Sloan zahle, wo ich mir denke, nein, mit Sicherheit nicht. Hätte ich die jetzt hier unterstützen können oder so? Als, bisher hätte ich die jetzt nicht gewollt. Also von daher. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir war Sid jetzt wichtig. Ich bin okay, denke ich. Hilfe ist unterwegs. Es geht uns allen gut. Dank Ihnen. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid, okay? Du kannst dich nicht einfach mit Leuten von Cadera anlegen. Die sind gefährlich. Ich... Diese Leute wollten einen Neubeginn. Sie wollten keine Exilanten mehr sein. Wichtiger... Niemand hat ihnen eine Chance gegeben. Also dachte ich, dann mache ich das. Ich helfe ihnen. Ja, einerseits natürlich nicht deine Entscheidung, Sid, aber ich finde gut, was du getan hast. Und das ist auch das, was ich mir vom Spiel eigentlich wünsche, dass man viel mehr merklich, wirklich merklich die Chance hätte, die Exilanten wieder Richtung Initiative zu bringen. Also nicht unbedingt jetzt, dass sie sich der Initiative verschreiben sollen, aber dass man da wieder eine Annäherung schafft. Also eine merkliche Annäherung. Und merklich tue ich... Also ich, all die Sachen, die jetzt so ein bisschen passieren im Spiel, ich habe die Chance, die passieren, den Eindruck, die passieren so oder so. Das sind gute Leute, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ihre Schwester hat das Richtige getan. Sie hätte trotzdem mit mir reden sollen. Ja, stimmt. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mein Job hat hässliche Seiten und mit denen solltest du dich nicht beschäftigen müssen. Du hast auch in meinem Alter angefangen und bist gut damit zurechtgekommen. Aber nicht freiwillig. Du hast gesehen, was hier passiert ist. Das ist kein lustiges Spiel, Sid. Ja, und anfangs war ich auch schockiert. Aber jetzt verstehe ich. Und ich komme damit klar. Ich will nicht, dass du das musst. Wie auch immer, ich gehe zurück zur Nexus, wie du es wolltest. Klingt, als sollten sie beide ein langes Gespräch führen. Aber vorher braucht sie etwas Zeit zum Nachdenken. Und ich auch. Hey... Wenigstens sind die Siedler in Sicherheit. Danke für Ihre Hilfe, Ryder. Können wir jetzt von hier verschwinden? Ich hätte gerne auch noch mit Sid ein bisschen gesprochen. Helfende Hand. Ich denke, das war die persönliche Quest, die Loyalitätsquest von Vetra und... Ja. Resümee. Ja, H047C ist eigentlich ganz okay. Aber auch der persönliche Quest haut mich jetzt nicht so von Hocker, dass ich sage, wow. Und eigentlich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, ne, wie das auch vorher war. So hatten wir uns das alles nicht vorgestellt. Aber etwas Gutes hat die Sache. Ich sehe eine neue Galaxie. Wie viele Leute können das schon sagen? Ich dachte, du erzählst mir jetzt was wegen der persönlichen Quest, Petra. Ja, auf jeden Fall, Das ist die richtige Einstellung. Habe ich jetzt eigentlich schon so gedacht, naja. Das war, wenn man sich's genau überlegt, war klar, dass irgendwas mit Sid kommt. Und, So, ich muss mal eben kurz schauen, wo wir lang müssen. Genau, wir müssen darüber, da können wir auch hier rüber fahren. An sich finde ich eigentlich ganz cool die Idee, was sie hier mit H047C gemacht haben. Also optisch sieht das natürlich sehr schick aus, dass sie sowas einbauen. Und auch der Ton, ihr hört es, das ist alles sehr, sehr gedämpft aufgrund der geringeren Schwerkraft, des geringeren atmosphärischen Druck. Da verteilt sich einfach der Schall, verbreitet sich der Schall einfach anders, die Schallwellen. Okay, da haben wir auch noch eine Kuppel. Mal eben schauen, wo wir sind. Wir sind jetzt hier. Und hier hinten ist auch noch was. Muss ich da jetzt hinfahren? Lohnt es sich da? Weil da ist an sich so kein Weg. Das ist nur wahrscheinlich da Abfahrerei, oder? Bei Aussteigen kann ich eh nur in den Kuppeln. Naja, so, was wir hier jetzt noch haben,
Entdeckt Krater Santiago. Ah, nee. Okay, wir fahren jetzt nach diesen Außenposten und wir haben noch diese Quest aus dem Staub. Das Hauptquartier der Gesetzlosen finden. Genau, also die Gesetzlosen, wir haben den Zukunftsgut gefunden und die Gesetzlosen hier auf H047C können wir finden. Ist das das Ding? Nee, das ist sogar schon was anderes. Das ist sogar eine andere Station. Da können wir aber direkt mal gucken gehen. Ist hier weiter da hinten. Ah, ihr seht auch hier den Riss, ne? Als wenn das Ding hier wirklich weiter auseinanderbrechen würde. Das gucken wir jetzt noch an und dann verabschieden wir uns aus der Folge. Sehr schick eingeparkt, ne? Sehr schick eingeparkt. Hallo? Ach, Container. Reparatur und Wartung der Maschinen verwendet. Okay, mal gucken, was jetzt hier so drin ist. Ein Gewölbe? Reste von einem Gewölbe. Oh, ich bin neugierig. Ich will gucken. Aber die Lebensbedingungen erhöhen kann ich doch jetzt hier auch nicht. So, aber an der Stelle machen wir Schluss. Sonst wird es wieder so eine ellenlange Folge. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin und tschüss.